Herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars. Hier werden noch die letzten zwei Gebäude gebaut. Und ich sag mal so, den Menschen steht nichts mehr im Wege. Eigentlich, können wir die schon direkt auswählen, weil das ist die Hydrokulturfarm, die wird noch gebaut. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Selbst wenn, Nahrung ist ja mit dabei. Und die Krankenstation, ja, hat auch noch etwas Zeit. Scanned. Mhm. Sektor wurde gescannt, okay. Upsala, nehmen wir den mal da oben als nächstes. Huch. Gut, genau, er sammelt noch ein bisschen Metalle ein. Gut, anschalten können wir später. Beziehungsweise ich schalte hier mal eben an, wie viel... Das Forschungslabor. 14 Bewohner. Okay, Nachschub. Passagier. Ich mache mal Folgendes. Stopp, ich gehe erstmal zurück. Ich nehme mir schon mal eben einen Zettel und einen Stift. Ich mache das jetzt mal ganz analog. Wo ist denn mein Kugelschreiber? Da. So, jetzt müssen wir gucken, wie viele Leute wir denn brauchen von welche Berufsklasse. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens 3 Wissenschaftler. Ich denke mal, 3 reichen am Anfang. Ja, Wissenschaftler. Hydrokulturfarm, glaube ich, brauchen wir 6 Botaniker. Beim Arzt sind, glaube ich, 2 oder 3 pro Schicht. Oh Gott, ich habe jetzt schon so viel gespielt eigentlich. Es sind auch nur 3. Stimmt, es sind nur 3. Dann würde ich mehr Forscher nehmen, mehr Wissenschaftler. Ach stimmt, das sind ja die ganz normalen Hydrokulturfarmen. Ich war jetzt irgendwie schon von meinem anderen Spiel schon aus ein bisschen weiter. Und hier sahen wir 4-mal Mediziner. Upsala. Dann sind wir bei 10 Leuten. Gut, allerdings reicht das ja noch nicht aus. Wir brauchen ja auch noch jemanden... Wir brauchen eigentlich auch noch jemanden für eventuell... Moment. Ja, Diner. Oder Lebensmittelgeschäft oder beides. Das wäre natürlich... Hier ist einer, hier sind 2 pro Arbeitsschicht. Das wären 3-mal... Also wenn wir jetzt nur eine Arbeitsschicht jeweils haben, wären das 3... ohne Spezialisierung. Hätten wir 13 von 14 Leuten. Jetzt kommt es darauf an, wie viel kann unsere Rakete schon tragen. 12. Alles klar. Das grenzt das Ganze in kleinen Spischen nochmal ein. Egal, wir müssen auch gucken, ob wir die richtigen Leute haben. An Schwächen ausgestellt sind eh schon ein paar, glaube ich, von Anfang an. Oder habe ich die beim letzten Mal ausgestellt? Nee, ich glaube nicht. Hier wäre zum Beispiel chronisch krank, verliert jeden Tag Gesundheit. Den können wir uns am Anfang überhaupt nicht erlauben. Genauso wie einen Idioten. Eine Heulsuse, verliert Besonnenheit bei niedrigem Komfort. Ist relativ egal, könnte man machen, wenn man zu wenig andere Leute hat. Feigling, na gut, Einzelgänger wird später ein Problem, weil der verliert jeden Tag Komfort, wenn er in einer Kuppel mit mehr als 30 Einwohnern lebt. Und ich sag mal, meine Kuppeln in einem anderen Spielstand haben so 100 Einwohner. 80 bis 100. Kommt auch auf die Größe an und wie viel ich da reingebaut habe. Also das ist schon im Moment egal. Später wird es schon schwieriger. Vielfraß ist eigentlich, ja, natürlich sind die Nachteile alle schlecht. Also so ist es nicht. Ist halt, ich sag mal, ein Feigling, doppelter Besonnenheitsverlust bei Katastrophen. Ja, ne, ist relativ egal. Also,
klar, wenn es zu einer Katastrophe kommt, ist es dann gleich doppelt schlimm. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür nicht lieber zum Beispiel den Vielfraß rausnehmen würde. Na, wobei, anfangs kriegen wir den auch noch gut ernährt. Gut. Stärken haben wir alle drin. Geschlecht, ich möchte männlich, weiblich und anders. Frag mich nicht, was anders ist. Altersgruppe, keine Kinder, keine Senioren. Senioren können nicht mehr arbeiten. Kinder können dann noch nicht arbeiten. Eigenart, ja gut, Guru ist egal. Also, ne, Guru ist, ja, ich kann Vor- und Nachteile haben. Veganer ist egal. Ich finde übrigens die Sache, diesen Satz schön. Keine Sorge, sie werden es dir sagen. Ich mag den Humor von diesem Spiel. Und Touristen, die bleiben nur, solange der Komfort auch hoch genug ist. Das heißt, na, die sind dann immer wieder weg. Das wäre auch schlecht. Und jetzt können wir uns hier Leute aussuchen. Das sind jetzt 9 Seiten. Wir können mal eben noch gucken. Spezialisierung. Wir brauchen im Moment keine Geologen, keine Sicherheitsmänner, keine Ingenieure, wenn mich nicht alles täuscht. Die würde ich dann erst beim nächsten Mal mit hochholen, sodass wir erstmal forschen können, für Nahrung sorgen können und so weiter und so fort. Ingenieure und Geologen brauchen wir für eventuell, als Ingenieure natürlich für Fabrikanlagen und Geologen, um die Ressourcen auf der Karte, die in der Nähe der Kuppel sind, abbauen zu können. Okay. Ich gehe die relativ schnell durch jetzt, die Leute. Sonst dauert das nämlich Ewigkeiten. Und ich hake erstmal alle an, die wir durchaus nehmen können. Zum Beispiel Spieler ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben eh, glaube ich, kein Casino. Von daher ist das relativ egal. Strapazierfähig und fit. Charlotte Cola nehmen wir auch noch direkt mit, oder wahrscheinlich heißt die Köhler eigentlich. Überlebenskünstler, Einzelgänger, Melancholiker. Will ich mal noch warten. Gelassen, strapazierfähig und Workaholic. Na, ist ein Mediziner. Rudolf Weber, sexy, hippie und strapazierfähig. Ja, den nehme ich doch direkt mal mit, den netten Rudolf. Ja, Jacqueline, ist Gamer, regeneriert während des Zockens Besonnenheit. Wir haben noch nichts dafür, wäre noch zu überlegen. Erstmal gucken, wer noch so kommt. Vielfraß, nehmen wir die auch mal mit. Moment, jetzt habe ich schon. Genau, 5 Leute hätten wir nämlich damit sogar schon. Vielfach Überlebenskünstler, Veganer und Melancholiker. Ich weiß zum Beispiel nicht die Fähigkeit Veganer, was die mir wirklich bringt. Also die, außer dass es wahrscheinlich ein, naja, vielleicht ist es wirklich nur aus Humorgründen da mit zugezählt, weil, soweit ich weiß, essen wir da oben eh relativ wenig Fleisch. Und so weiter und so fort. Tiernahrung, weil wir haben da oben keine Tiere. Wir sind auf dem Mars. Und Melancholiker, Melancholikerin. Bei niedriger Moral. Gut, wir können Maria mitnehmen aus Bulgarien, sexy und Veganerin. Wenn dann die nächste ohne Spezialisierung. Hugo wäre nicht so gut. Iskra, Alkoholiker, Alkoholikerin. Letizia, Hypochonder. Wir haben zwar dann Mediziner, aber ja, die ist auch faul. Nehmen wir also eh nicht mit. Honda Veganer Hippie wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Der Denise Alexandre. Bärte. Bärte Berger. Überlebenskünstler. Enthusiast sexy. Bock. Auch keine Spezialisierung. Brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben schon 3. Genau, dann wären sogar 2 besser gewesen. Aber egal. Wissenschaftler, er ist Partylöwe, enthält zusätzlichen Komfort, wenn die sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Adina. Adina Kaiser, eine Wissenschaftlerin. So sind wir Wissenschaftler, wir sind Partylöwen. Vielfraß Partylöwe, Alkoholiker. Ja, das passt eher schon mal zusammen. Workaholic. Spieler, Überlebenskünstler, Enthusiast.
Nehmen wir den noch mit als Mediziner. Dann haben wir zwei. Haben wir so eine Schicht. Weil wir können ja nur zwei Leute weniger mitnehmen. Botaniker, Partylöwe, Enthusiast und religiös. Höhere individuelle Grundmoral. Und führt nie zu Selbstmord. Haben wir dritten Botaniker. Wendelin Klein. Wir brauchen noch zwei Wissenschaftler. Wir können dann doch noch jemanden mitnehmen. Habe ich mich eben verzählt? Tatsächlich, ich habe hier 13 Leute auf meiner Liste stehen. Entschuldigung. Wir brauchen noch, was habe ich gesagt, Wissenschaftler. Gamer und Faul. Der Faul ist immer schlecht, eher. Einzelgänger. Oh, die Wissenschaftler sind alle irgendwie Einzelgänger. Hier, Erasmus Weyr. Sexy und Hippie. Das ist doch gut. Gefällt mir. Ephraim Studebaker. Gelassen. Nehmen wir auch noch mit. Dritter Wissenschaftler. Nehmen wir noch einen Mediziner mit. Ich hoffe, wir finden noch einen. Oder noch mal jemanden ohne Spezialisierung. Haben wir noch irgendwo einen Mediziner? Herr Nicole, Nerd und Sexy. Ja. Wieso habe ich die eben eigentlich übersehen? Oder habe ich die... Weil Nerd und Sexy ist beides nicht schlecht. Wobei Sexy kann auf Dauer problematisch werden. Aber das kommt später. Mit der Überbevölkerung werden wir später noch erleben. Gut, dann müssen das die Leute sein. Und wir können starten. Es sind 12 Passagiere. Wir haben nur Platz für 0 neue Bewohner. Wir starten trotzdem. Natürlich liegt das daran, dass die Kuppel noch ausgeschaltet ist. Deshalb sagt uns das Spiel, wir hätten keinen freien Platz, obwohl wir in Wirklichkeit welchen haben. Gut, können wir dann später alles einschalten. Weil ich merke gerade, ich habe das so geil gebaut. Vielleicht kämen wir hier noch dran. Bodenextraktor ist falsch, Metall. Okay, der hier müsste noch, genau, zum Beispiel komplett entfernt. Das heißt, wir können tatsächlich beim nächsten Mal dann Geologen mitnehmen, die uns hier unser Metallvorkommen abgrabbeln. 672, da kommen wir aber eh nicht weit mit. Das habe ich aus Erfahrung schon gemerkt. Also nicht weit ist übertrieben. Ich habe jetzt zwischen der ersten Aufnahme und dieser in meinem eigentlichen Privatspielstand 30 Stunden, 40 Stunden gespielt. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube irgendwie so um die 30 Stunden. Knapp drüber mittlerweile. Und ja, mir gehen so langsam die Ressourcen aus. Weil ich einfach nicht genügend in der Nähe habe. Und ich sag mal so, das könnte uns hier auch noch zum Verhängnis werden. Weil wir hier einfach nichts haben. Hier einmal Metall und das war's. Klar, Beton, aber Beton können wir überall abbauen. Das ist zwar reichlich, das ist schon mal sehr gut. Da habe ich hier viel, viel mehr Glück. Also hier, die sind ja alle weit über 1000, diese Vorkommen. Von daher, das ist der Wahnsinn. Aber Metalle und auch Edelmetalle, Fehlanzeige. Und dafür brauchen wir halt eine Kuppel in der Nähe. Also müssen wir demnächst sowieso die nächste Kuppel, wahrscheinlich dann die nächste, müssen wir hier vorher alles mal erforscht haben, so ein bisschen, die ganze Umgebung. Und dann irgendwo hinsetzen, wo es für uns interessant wäre. Und dafür sind dann übrigens auch, also um die zu verbinden, gibt es hier... Was ist denn das? Oh, wir hätten übrigens mal ein bisschen was mitnehmen können nochmal an Ressourcen. Also nicht mit der Rakete, aber mit der nächsten, wenn die dann da ist. Wir haben kaum noch Polymere. Und die verbrauchen wir auch. Da steht 0,1 für Wartung. Ist jetzt nicht viel, aber ja, die brauchen wir dann irgendwann mal. Und Maschinenteile ebenfalls. Okay, was ich gerade sagen wollte, hier der Shuttle Hub. Den wir ja schon freigeschaltet hatten, zum Glück. Also das ist schon echt gut. Weil wir damit halt, ne, bauen wir hier einen hin und da oben einen hin. Und
Vielleicht willst du einer reichen. Erstmal, ich habe beim letzten Mal einfach direkt zwei gebaut. Dann fliegen da halt so, naja, kleine, ich nenne es mal Drohnen trotzdem, ne? So kleine Flugzeuge hin und her, mit denen dann Waren transportiert werden können, aber eben auch die Einwohner. Die dann zum Beispiel vielleicht da oben mehr gebraucht werden, können dann alle nach da oben hinziehen. Und damit die nicht quer durch über den Mars rennen müssen und dabei sterben, wie sie leider öfter mal tun. Ach, der ist schon hier. Ja, brauchen wir diesen Shuttle Hub. Okay. Da ist unser Metall-Ding ins Ohr. Metall haben wir einiges, das ist gut. Okay, 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 so viel dazu. Die Rakete ist auch schon fast da. Was ist da was? Ich schmeiß jetzt hier mal alles einfach an. Die heißt auch noch Bohr. Ja, ist eine Insel. Deshalb heißt die Bohr, weil es eine Bohrinsel. Deshalb heißt unsere Kuppel Bohr. Ist ja logisch. Also, ja, können wir uns auch mal neue Namen überlegen. Bohr finde ich jetzt... Finde ich nicht so, vor allem Bohr 1. Ist, nee. Ich bin da eher, auch wenn es wahrscheinlich so wäre auf dem Mars, dass die Leute dann die Kuppel... Wow, er übertreibt doch nicht so. Dass die Leute tatsächlich dann die Kuppeln irgendwie so benennen würden nach irgendwas, weiß ich gar nicht was. Ich wäre halt eher dafür, dass das Ganze eine Bedeutung hat. Irgendwas in ihren schönen Namen. Ich möchte ja nicht in... Ich möchte nicht in Bohr wohnen. Okay. Wie gesagt, mit der nächsten Rakete, also bauen wir uns hier noch ein zweites Haus neben. Wobei ich dafür dann sehr wahrscheinlich, wir müssen die Apartments freischalten. Die kommen als nächstes, das Low-G-Hochhaus. Problem ist dabei, dass die dann nicht so zufrieden sind, die Leute, ne, weil diese Apartmenthäuser halt nicht so viel Komfort bieten. Aber da passen einfach mehr Leute rein. Das heißt, wir haben in der gleichen Kugel, ne, hier 14 und ich glaube, wie viel passen denn in das Apartment rein? 20? Oh Mist, ich weiß das gerade gar nicht. Und wieso haben wir Stromknappheit? Weiß auch niemand so genau, ne? Mist. Na komm, bauen wir mal noch ein Windrad hier daneben. Ja, wenn wir das vorkommen. Ach, dahin kann der noch. Oder kann das noch, das Windrad. Eine zweite Mülldeponie. Ich habe nämlich schon gesehen. Ich spoiler jetzt. Oh mein Gott. Es gibt nämlich irgendwann die Forschung, dass man aus diesem Schutt, diesen Gesteinsabfällen, dass man die praktisch recyceln kann irgendwie und daraus auch Beton gewinnen kann. Und das wird dann wichtig, wenn wir später die Betonvorkommen alle aufgebraucht haben. Gut. Aufpassen. Die Folge ist schon fast wieder vorbei. Ich weiß noch nicht, wie ich schneide, aber... Folge ist schon fast wieder vorbei und die Menschen kommen. Huch. So, dann wollen wir die mal landen. Warten wir mal eben, da kommt sie. Ein großer Moment für die Menschheit. Ich hoffe, die laufen jetzt hier auch an uns vorbei. Full of hope and determination. Was ist denn los? The first founders have set foot on the red planet. Yes, have set foot. Die nächsten 10 Sols stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns, zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischsten Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt, die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten. Ja.
bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Die Gründerkolonisten müssen 10 Sols überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen dürfen. Genau, aber das ist kein Problem. 10 Sols sind jetzt nicht so extrem viel. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da kommen gleich die Menschen. Kamera. Milestone achieved. Milestone achieved. Da kommen sie runtergehoppelt. Bidup, bidup, bidup. Tidup, 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 tida. Dum, tidum, tum, 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 tum. New colonists have arrived. Ja. Neue Kolonisten sind da. Und 2 haben anscheinend keine Arbeit. Da müssen wir erstmal gucken, dass auch alle da arbeiten, wo sie auch hin sollen. Genau, die 2 haben auch noch tatsächlich noch keine Arbeit, das ist korrekt. Nein, ich wollte die Arbeitsschicht nicht stoppen, ich wollte einmal auf den Wissenschaftler drauf drücken. Und so. Dann können wir sie alle einmal durchschalten. Okay, der geht jetzt anscheinend nicht alle durch, sondern jetzt aber. Nur die Arbeiter, die da eben waren. Sozial, Einkaufen, Glücksspiel, Luxus. Sozial, Entspannung, Einkaufen. Sozial, Entspannung, Gaming. Entspannung, Einkaufen. Sozial, Einkaufen. Sozial, Entspannung und Einkaufen. Okay, also eher Einkaufen und Sozial. Da eher einkaufen, würde ich dann eher das Lebensmittelgeschäft erstmal bauen. Das ist die Frage, wo setzen wir das hin? Das Lebensmittelgeschäft kann gut noch da oben in die Ecke. Und eigentlich, sozial kriegt man zum Beispiel dann im Diner. Aber sozial gibt es auch, genau, im Freiluft-Fitness-Areal. Das Problem ist nur mit den Polymeren. Ist das so eine Sache für sich? Entspannung trinken sozial gibt es auch in der Weltraumbar. Von daher, pass mal auf, bauen. Das Problem ist halt, die ist sehr groß. Die Weltraumbar ist sehr groß, die Kuppel ist sehr klein. Es kommt auf jeden Fall noch ein Wohnblock hier später rein, denke ich mal. Sonst müssen wir direkt schon eine zweite Kuppel bauen beim nächsten Mal. Noch ein Wohnblock. Eine Fabrik. Passt, komm. Bauen wir. Ist egal. So, und da laufen sie alle rum. Jetzt haben sie alle ihre Anzüge ausgezogen, hier in diesen Luftschleusen. Und rennen da unten jetzt. Na, jetzt gehen sie erstmal nach Hause. Man erkennt hier die Bewohner zum Glück schon an der Kleidung, was sie ungefähr arbeiten. Hört ihr dieses Kindergeschrei? Boah, das ist ja gerade total, okay, weil wir haben noch keine Kinder hier auf dem Mars. Klar, das Gebäude macht diese Geräusche, ne, das ist mir klar. Aber bitte was? Das klingt irgendwie gerade ein bisschen gruselig. Ich würde direkt umdrehen, Anzug wieder anziehen und ab nach Hause fliegen, ehrlich. Ja, wir haben hier zum Beispiel in grün die Botaniker. Haben auch vorne das Symbol drauf. Ja, das Symbol haben die alle, die Farbe. Entschuldigung. Wir haben hier die Mediziner, hier die Wissenschaftler. In hellblau normalerweise die, die keine Spezialisierung haben. Und ja, genau so ist es auch. Na, machen wir mal direkt weiter. Kamera, komm eben rum. Gut, jetzt müssen wir die Rakete erstmal wieder auffüllen. Hier ist noch ein bisschen Nahrung drin. Wir haben jetzt... eigentlich so gut wie keine Nahrung hier oben. Sehe ich das gerade richtig?
Finde ich das wichtig, dass wir 12 Nahrung haben? Oh, das ist wenig. Und wir haben kaum Strom. Das ist auch nicht schön. Klar, wir haben die Batterie, aber minus 8 ist doch schon einiges. Also ein Windkraftrad bringt uns ja 5. Von daher können wir mal noch eins bauen. Okay. Upsala.